Ja, ich weiß, du brauchst Mana. Aber jetzt ist der Drop natürlich hier im Fluss, ne? Das ist. Aber wo einer ist, sind noch zwei andere von den Champions. So, jetzt haben wir es. Schwerer Gürtel, guck mal, wer sagt's denn? Der hat doch bestimmt drei Reihen, nicht mehr zwei. Jetzt haben wir natürlich keine Rolle, ne? Aber ich bin der Meinung, hier irgendwo war doch. Da. Ist das arktische Bindung oder so? Schwerer Gürtel, Infernus Zeichen. 25 Verteidigung, 20 Leben. Ja, es wird mal Zeit, ne? Ach, ich kann den nicht tragen, weil 45 Stärke. Na klar. Mhm. Den nehmen wir aber trotzdem mit. Ja, wir kommen hier gut durch, denke ich, Akt 3. Also normalerweise, wenn man alleine spielt, ist Akt 3 die Hölle. Weil man da... durchrennen muss. Ja, was heißt durchrennen, ne? Man muss den richtigen Weg finden. Aber momentan sieht gut aus. Ich würde sogar noch einen auf einen höher stellen. Auf Player Set 4. Wenn es so locker bleibt. So, und jetzt noch eine Valkyrie, die dann nach vorne noch ein bisschen tankt. Ne? So habe ich mir das gedacht. Und die kann man immer wieder casten mit Mana. Wenn die stirbt oder fast tot ist, machst du einfach eine neue. Und dann vielleicht noch den Lockvogel, weißt du? Dann lockst du sie irgendwo hin und gibst nicht Dauerfeuer. Ja, oh, kleiner Mann. Gib Geld. Ja, die beschwören einen wieder, glaube ich. Ja, kriegst auch einen Pfeil. Kann man hier rein? Ja, ich bin immer so verlockt, da so rein zu gehen. Hier ist ein Brunnen, schön. Heftigen Schluck. Hab Durst! Ich brauche Mana. Ach, das war's schon wieder. Brustpanzer. Vielleicht zwei Sockel. Was haben wir denn hier? Spinnhöhle. Wo ist der Brustpanzer? Komm, gib uns mal zwei. Zwei Sockel. Hm? Zwei Sockelfassungen. Nehmen wir die 65er weg und hoffen aufs Beste. Bupp. Zwei, wer sagt denn? 65. Ja. Habe ich noch Teil und ETH? Dann machen wir das nochmal hier für Flux. Für Fluxi-Muxi. So, aufmachen. Achso, genau. Befragen Sie Kane. In Lut-Gulain hat mir Meshif gesagt, dass er Jadefiguren liebt. Auf seinen Handelsreisen hat er eine erkleckliche Zahl solcher Statuen gesammelt. Ich würde ihm eure Figur zeigen. Okay. Der goldene Vogel. Jetzt würde er wieder sagen, auf in Lut-Gulain und so. Okay, tratschen. Ormus möchte, dass er ihn für verrückt haltet. Es wäre besser, seine Taten zu beobachten, als seinen Worten zu lauschen. Ja, er spricht ja von sich in der dritten Person, ne? Wie ihm es aufgefallen ist. Questbuch.
Zeigen Sie Mähschiff die Figur. Ja, bevor wir das machen, heißt es wieder tratschen und die Leute nach den Quests mal fragen. So, dann wollen wir Omus mal fragen. Hallo. Ach so, kann ich gar nicht. Deckard Kane. Ormus hat keine Zeit für den letzten Sohn der Hoadrim. Stolz führte zum Untergang dieses heiligen Ordens. Was hat Alcor? Seid gegrüßt. Ja, handeln können wir auch. Ich habe nie behauptet, dass ihr nach Genuss eines meiner Elixiere ewig leben würdet. Lediglich, dass ihr so aussehen könntet. Was ist denn das für eine Aussage? Na gut. Natalia, ja? Und Hartley, glaube ich, ne? Ich muss mir mal seinen Namen merken. Hartley. Hallo. Hartley ist ein Meister seines Hartley. Fachs. Hatte. Mein Orden könnte jemanden mit seinen einmaligen Fertigkeiten brauchen. Ja, anscheinend halten sie alle gut große Stücke von ihm. Ja. Ach so, du kannst reparieren. Okay. Hui. Ich denke, Mähschiff kennt ihr bereits. Aber wusstet ihr, dass er hier geboren wurde und aufgewachsen ist? Ich glaube, wie viele von uns zerbricht er fast, weil er den Niedergang von Kurast mit ansehen muss. Nur unser Galgenhumor rettet uns vor völliger Verzweiflung. Also das habe ich vermutet, ne? Als er das erwähnt hat. Das kann ja nicht einst mein stolzes Kurast gewesen sein. So, dann, ach so, Ashara noch. Bevor wir das Quest abgeben. Er ist gut schnell unterwegs. Bup, 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 bup. Die ist richtig flott. Guten Abend. Auch dir einen guten Abend. Da, der goldene Vogel. Das kann nur Deckard Kane verstehen. Bradley ist vielleicht schlauer, als gut für ihn ist. Ah, das hatten wir. Dennoch vertraue ich seiner Arbeit jederzeit. Okay. Seid gelobt. Diese Jade-Figur vervollständigt den Satz, den ich gesammelt habe. Hier. Ich habe diese Figur eines goldenen Vogels seit Jahren. Denke aber, es ist ein fairer Tausch. Euer Gefährte Kane muss gewusst haben, dass er hier in großer Gefahr wäre. Ihr besitzt wahrhaft Größe, solche Loyalität zu wecken. Okay. Quest. Befragen Sie Kane nach dem goldenen Vogel. Das machen wir. Ich habe Legenden über einen Weisen namens Kuili gelesen, der die Mysterien des Lebens nach dem Tod studiert hat. Wenn ich mich recht entsinne, wird seine Asche in einer goldenen Statue aufbewahrt. Es war eine sehr seltsame Geschichte. Der goldene Vogel. Tratsch da was Neues? Ormus möchte, dass er ihn für verrückt hält. Okay, das hatten wir. Der goldene Vogel. Ich habe Legenden über... Achso. So, wird jetzt hier neu erzählt? Deckard Kane. Ormus hat... Okay, alles klar, gut. Geben Sie Alcor den goldenen Vogel. Das machen wir. Oder? Oder haben die jetzt hier noch was zu erzählen? Ja, ich will sicher nicht, dass ihr was verpasst hier, ne? Mal gucken. So eine wunderschöne Statue. Warum hat man sie nicht besser gepflegt? Hier ist ein Fach ganz voll Statuen.
Aha, also die Statue hat also ein Fach ganz voll Staub. Bradley ist vielleicht schlauer als gut für ihn. Also muss ich ja doch mit den ganzen Leuten hier jetzt dabei, mit den goldenen Vogel. Gut, so, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Okay, der hat nix. Es amüsiert mich, wie ihr auf der Suche nach einem goldenen Vogel von Ort zu Ort hastet. Ein schöner Held seid ihr. Was geht ab? Wollt ihr noch was sagen? Habe ich jetzt weggedrückt? Es amüsiert mich, wie ihr auf der Suche nach einem goldenen Vogel von Ort zu Ort hastet. Ein schöner Held seid ihr. Okay, gut. Tratschen tut sie auch nichts Neues, oder? Radli ist ein Meister seines Fachs. Okay, ja. Hat mir. Ihr müsst die Asche von Kuile zu Alcor bringen. Ja. Vorher wollte ich nur wissen, ob ihr noch was zu sagen habt. Also hat die Statue ein Fach voller Staub. Die Asche. Okay. Da ist also die Asche drin, kein Staub. So. Ah, der goldene Vogel von Kuile. Danke. Beschäftigt euch irgendwie, während ich mit der Asche darin experimentiere. Dann kommt zurück und seht, was ich für euch gemacht habe. Ich glaube, man kann jetzt gleich mit ihnen reden, ne? Kehre zurück zu Alcor und hol dir deine Belohnung ab. Das machen wir? Aus der Asche von Kuile habe ich euch einen Trank gemixt. Dankeschön. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich habe nie behauptet. Okay, das hatten wir. Rechtsklick, Lebenskraft und 20. Also wir kriegen 20 Punkte mehr, ne? Das heißt, es müsste 88, 86, meine ich, Entschuldigung. Upp.